Heute ist großer Zapfenstreich für Angela Merkel. Lange 16 Jahre hat Angela Merkel unserem Land als Bundeskanzlerin gedient. Politisch trennen uns an vielen Stellen Welten. Und sie hat auch ein Land hinterlassen, was zahlreiche Baustellen hat und eine Gesellschaft, die an vielen Stellen auch gespalten ist. Dennoch gilt eins auch über politische Grenzen hinweg. Eine Person, die sich diesem Amt widmet, was anspruchsvoll ist, was zahlreiche Nachtsitzungen beinhaltet, schwierigste Entscheidungen und de facto auch der Verzicht auf ein Privatleben, dieser Person muss man dankbar sein. Man muss Respekt gegenüberbringen einer solchen Leistung. Ich denke, dass wir alles in allem auch eine Bundeskanzlerin erlebt haben, die immer bodenständig war, die nicht abgehoben hat. Und deshalb sage ich für die private Leistung, für den Dienst, den Angela Merkel an diesem Land geleistet hat, auch danke.